Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Stadionvlog. Wir sind heute im wunderschönen München. Heute spielt der FC Bayern München, zweiter Spieltag in der Bundesliga gegen den Sportclub Freiburg. Und ich habe richtig Bock auf diesen Spieltag. Beide Mannschaften konnten den ersten Spieltag gewinnen. Freiburg ja 3:1 gegen VfB Stuttgart, der Derby-Sieg. Richtig geile Stimmung im Stadion gewesen, relativ souverän. Bayern München dann mit einem 3:2 gegen VfL Wolfsburg. Man hat gesehen, offensiv auf jeden Fall richtig stark, aber ich glaube, defensiv ist Bayern auf jeden Fall anfällig. Und deswegen wird das nicht so eine klare Kiste, wie es auf dem Papier heißt. 1:1,8er-Quote für Bayern. Aber ich sage euch, das wird auf jeden Fall enger. Für Thomas Müller ist es heute auch ein unglaublich besonderes Spiel. Der Mann kann heute 710 Pflichtspiele für den FC Bayern München fix machen und ist damit alleiniger Rekordhalter. Wenn er heute spielt, absoluten Respekt vor dieser unglaublichen Leistung. Kompany mit dem Debüt, heute Heimspiel, hat auch seine ersten zwei Pflichtspiele gewonnen. Pokal, beide Mannschaften, 4-0-Win. Julian Schuster, super Einstieg, die Fans lieben ihn. Deswegen wird es heute richtig interessant. Wir sind jetzt in der U-Bahn-Station. Abfahrt Richtung Allianz Arena. Let's go. Harry Kane letzte Woche gegen Wolfsburg, haben wir auch den goldenen Schuh verliehen bekommen. 36 Buden hat der Mann letzte Saison gemacht. Und heute geht es für ihn hoffentlich nicht weiter gegen Freiburg. Ich selber habe 9 Jahre bei Freiburg gespielt, bin auch Freiburg-Fan, für die, die es noch nicht wussten. Freiburg hat aber erst ein Spiel von den letzten 17 Spielen in der Allianz Arena gewonnen. Da war ich auch im Stadion, es war im DFB-Pokal. Wahnsinnig, also richtig geil. Und ich glaube, dass es heute ein richtiger Fight wird und ich bin hyped. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Gerd Müller-Statue, weil der Mann wird heute abgelöst als Rekordspieler vom FC Bayern München. Also auch ähnlich wie in Freiburg gibt es jetzt hier nochmal ein paar Bierbänke. Paulanergarten, finde ich immer ganz angenehm vor so einem Stadion. War natürlich Sepp Maier und nicht Gerd Müller mit den 709 Pflichtspielen bisher für den FC Bayern München, den Thomas Müller wahrscheinlich heute ablösen wird. Im Hintergrund trotzdem natürlich eine absolute Legende hier, das FC Bayern München. Neben Paulaner Biergarten, der noch relativ frisch ist. Aufstellungstechnisch bin ich echt gespannt, wie es heute sein wird. Laut Gerüchten wird Palinha anfangen. Bei Bayern ja letzte Woche, aber eigentlich echt viel gut gelaufen. Auch Gnabry, Ulis, Kane werden sicher wieder anfangen. Musiala gehe ich auch von aus. Vielleicht Guerreiro für Davis, der hat nicht so ein gutes Spiel gemacht. Bei Freiburg Seite finde ich es eigentlich auch interessant. Ich glaube nicht, dass wir Veränderungen sehen werden. Eigentlich auch ohne Grund, weil die Aufstellung super war. Adamu körperlich hat sich richtig gut durchgesetzt gegen Chabot, Röhl, Grifo. Ginter immer noch nicht bei 100% und ich glaube, Schuster hat auch bestätigt, dass Arthur erstmal wieder rangeführt wird langsam, deswegen nochmal Müller im Start. Also ich glaube, dass wir auf beiden Seiten wenig Veränderungen sehen werden. Also meine bisherigen Ergebnisse hier bei Bayern-Freiburg-Spielen waren super. Einmal eben das 2:2, das letzte Spiel mit 4 Traumtoren und der DFB-Pokalsieg von Freiburg mit dem Höhler-Elfmeter. Heute hoffe ich, dass auch mein Bruder Noah Weißhaupt, mit dem wir auch eine Fußball-Challenge aufgenommen haben, könnt ihr auf jeden Fall auch noch abchecken, heute ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommt, hat im letzten Spiel gegen Bayern richtig performt. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam mal Richtung Plätze und schauen uns das Ganze mal von innen an. Also die Aufstellungen sind jetzt draußen. Bayern mit der 4-2-3-1. Musiala fängt auf der Doppel-6 neben Pavlovic an. Wahnsinn. Guerreiro auf LV. Sehr offensive Variante. Mathis Tell darf anfangen. Auf Ulis bin ich unglaublich gespannt. Tell im letzten Spiel gegen Freiburg. Wahnsinnstor. Bei Freiburg keine einzige Veränderung. Rosenfelder, super Baller, guter junger Spieler. Gefällt mir sehr. Adamu hat es klasse gemacht. Also verstehe ich, dass Schuster wieder dieselbe Elf ins Spiel schickt. Wahnsinnsaufstellung. Mein Tipp, ich sage, dass es heute ein 0:1 Auswärtssieg für den SC Freiburg wird. Richtig dreckig, früh in Führung gehen und dann 90 Minuten bunkern. Meine Vermutung, ich glaube, dass es nicht das ereignisreichste Spiel sein wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich hoffe natürlich, dass wir viel Tore sehen und einen Auswärtssieg für den Sportclub Freiburg. Also das sind unsere Plätze. Wir sind heute in der zweiten Reihe zum ersten Mal Unterrang in der Allianz Arena. Ich habe richtig Bock. Wir haben jetzt aber hier in der Allianz Arena auch so Zäune aufgestellt, dass man hier nicht mehr den Flitzer machen kann. Durchkreuzt ein bisschen meine Pläne. Nee, Spaß. Ich habe unglaublich Bock. Ich glaube, du kriegst da richtig geile Eindrücke aus der zweiten Reihe. Unglaublich hyped und die Stimmung ist jetzt schon so langsam auch ein bisschen am Kochen. Fußballwetter, 10 von 10. Alles angerichtet für einen geilen Bundesliga-Fight. Also auch die Freiburger jetzt beim Aufwärmen. Unglaublich wichtiges Spiel. Heute kann es wieder an die Tabellenführung gehen für beide Mannschaften. Gestern auch unglaublich wilder Bundesligaspieltag gewesen. Dortmund ja 0-0-0, Schlotterbeck mit gelbem runter und Leverkusen zum ersten Mal seit 35 Bundesligaspielen mit einer Niederlage. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Vielleicht nochmal ein zusätzlicher Ansporn für heute, für Bayern und natürlich auch für Freiburg, Meisterschaftskandidat Nummer 1. Da ist er. 25 Minuten Julian Schuster. Freunde Bayern gegen Freiburg. Der absolute Icon. Sehr guter Einstand. Einstand.
haben nochmal einen kleinen Fernseher vor uns. Ist direkt mal eine gelbe Uber. Aber Freiburger machen aber sowas von Lärm. Obwohl wir bei der Südkurve stehen, haben wir sie so krass. Wenig eigentlich in beide Richtungen, kaum Torchancen. Es ist ein Abtasten, es ist ein Abwarten, aber so die richtig glasklaren Dinger gibt es noch nicht, aber das ist gut für Freiburg und es spielt zu meinem Ergebnistipp der dreckige 1-0-Sieg hinaus. Joao Palinha, Neuzugang, darf sich jetzt den Bahn machen und Eric Dyer auch. Direkt vor uns, auch gut. Freunde, ich sag's immer wieder, Rosenfelder, so ein Baller. Der Mann macht sein zweites Bundesligaspiel und kocht da hinten Musiala, Tell und Co. ab. Also das wird noch wirklich ein ganz großer. Hätte der die Verletzung in den letzten Jahren nicht gehabt, wäre er safe auch schon viel gestandener gewesen. Sonst kommt von Freiburg aber echt wenig. Also nach vorne geht kaum was. Bayern über außen gefällt. Gnabry gefällt mir sehr gut. Musiala natürlich unglaublich wuselig, so gute 1-1-Situation. Bayern schon nach vorne. Och nee, jetzt gibt's einen Elfmeter wegen Handspiel für gar nichts, oder was? Also ich hätte keinen Elfmeter gegeben, bin ich ehrlich. Er gibt einen Elfmeter. Gegen Rosenfelder. Aber für mich? Ja, das ist echt unlucky, wirklich. Harry Kane kann jetzt hier Bayern in Führung bringen und er ist ja so trocken als immer vom Schlaflos. Also echt ein Bruch, dass du vor der Halbzeit hier noch das Gegentor fängst. Rosenfelder macht so ein geiles Spiel bis dahin, dann natürlich richtig unlucky. Jetzt muss Freiburg ein bisschen aufmachen, auch erste Offensivaktion. Ich sag ehrlich, wir können halt nicht mehr bunkern, ist das gut. Aber Ergebnis zum Tod. Schon im Trikot. Kann er da im Ballbesitz bleiben? Das ist krank, diese Ballbehandlung. Wird
Arnold Eier, wenn er jetzt den Ball ins Tor knallt, ohne dass er auf den Boden kommt, kriegt er, glaube ich, 10.000 Euro. Oh, ja, yes, Alter. Das ist unangenehm jetzt. Alter. Ich dachte, der Mann hat jetzt absoluten Brett, ne? Der hätte auch aus 20 Metern schießen können für, glaube ich, 1.000. Aber es ist halt mit Druck. Ich glaube, meiner hätte nicht viel besser ausgesehen. Es ging jetzt mit dem 1-0 eben für Bayern in die Halbzeitpause. Freiburg nach dem Gegentreffer nochmal wenigstens ein bisschen was nach vorne gemacht. Aber da ging echt gar nichts. Bayern gerade im Zentrum gewinnen so viele Duelle, schalten richtig gut nach hinten und nach vorne um. Offensivspieler, geile Ball. Also du merkst die Technik, die Ballbehandlung, der erste Kontakt, der Ball immer perfekt in den Vorderfuß gespielt. Die machen echt alles stark und es ist eine verdiente Führung und es wird für Freiburg in der zweiten Halbzeit nicht einfacher und sie müssen aufmachen. Gnabry durch. Boah, Rosenfelder big. Olis. Und die Freiburger haben es aufhören. Leider ohne Noah. Oh ja, da kommt er. Oh mein Gott. Geht. Und Olise mit seinem Heimspiel. Für Mattis kommt jetzt mit der Elf Kingsley. Roman. Und für die Legende. Mit der Nummer 25. Thomas. Und Thomas hat hiermit. Legende. Freunde. Er spielt jetzt das 710. Pflichtspiel. Für den FC Bayern München. Wahnsinn. Das ist absolut also. Wow. Alles stimmt, da musst du bei 105% sein und das warst du heute eben leider nicht. Ehrentreffer nochmal für die Moral. Dorn, Hand. Ja, gibt Elfmeter. Ja, für die Moral. Jetzt nochmal spannend, das sind noch 10 Sekunden. Lukas Höhler über Standbein. Einfach zu schaffen. Aber Respekt.
Ja, Freunde, am Ende gewinnt Bayern 2-0, ist verdient. Ich habe es schon gesagt, gegen Bayern musst du 110% geben, wenn du gewinnen willst. Thomas Müller, Rekordspieler vom FC Bayern München, absolut Legende. Packt die Herzen in die Kommentare für den Mann. Und ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommentiert gerne, was ich auch besser machen kann. Lasst gerne ein kostenfreies Abo da. Wenn euch der Content gefällt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.